Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beraten heute das Erbschaftssteuerrecht. Ich glaube, kein Steuergesetz ist so geeignet dafür, ideologische Debatten zu führen. Und Frau Wagenknecht, Sie haben es ja dann auch bewiesen. Ich finde interessant, dass bei den Linken nicht die Fachpolitiker gesprochen haben, sondern dass Sie eine ideologische Rede hier gehalten haben. Es hätte mich schon interessiert, dass Sie am Gesetzentwurf argumentiert hätten. Erstaunt bin ich auch über den Beitrag Frau Ministerin Heinold. Also der Bundesrat, glaube ich, hat nicht gerade bewiesen, dass er leistungsstark ist in diesem Punkt. Die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer. Von daher wäre es auch Aufgabe der Länder gewesen, sich zu einigen und einen Gesetzentwurf vorzulegen, über den wir dann gerne debattiert hätten. Aber Sie haben die Verantwortung auf den Bund geschoben und wir mussten Ihnen was vorlegen. Und jetzt kritisieren Sie daran rum, ohne einen konkreten eigenen Vorschlag vorzuweisen. Und, meine Damen und Herren, zum Thema Beratung. Das Urteil kommt vom 17. Dezember 2014. Herr Minister Schäuble hat zügig ein Eckpunktepapier vorgelegt. Wir haben dann im letzten September hier die erste Lesung gehabt. Wir haben umfassend alle Punkte diskutiert und angesprochen. Wir haben im Ausschuss auch dargelegt, dass die Dinge, die von den Grünen und den Linken bemängelt worden sind, in der Anhörung besprochen worden sind und auch andiskutiert worden sind. Von daher kann ich überhaupt nicht verstehen, dass man kurz vor Toreschluss sagt, wir haben gar nicht mitberaten. Dann haben Sie Ihre Arbeit nicht gemacht, Herr Pitterle, die ganze Zeit. Das ist die Wahrheit. Meine Damen und Herren, über das Urteil ist ja viel geschrieben worden und die Überschriften waren immer, das Erbschaftssteuerrecht ist verfassungswidrig. Das ist zu kurz gegriffen. Wir müssen feststellen, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass die Steuerbefreiung, die Verschonungsregelung grundsätzlich verfassungskonform sind. Es hat sogar gesagt, dass wir Unternehmensvermögen bis zu 100% freistellen können, wenn wir die richtige Begründung dafür geben. Das bisherige System wurde im Grundsatz durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Und das war ein Erfolg. Und ein Erfolg hat auch einen Sohn sozusagen, das ist der Staatssekretär Dr. Michael Meister, der uns in Karlsruhe hervorragend vertreten hat. Und worum geht es? Was hier in der Debatte meines Erachtens viel zu kurz gekommen ist. Es geht um die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Sicherung von Investitionsfähigkeit der Unternehmen. Denn es ist so, dass wenn Sie ein Unternehmen in die nächste Generation übertragen, es zu Erbschaftssteuerzahlungen kommt, diese aus den Unternehmen genommen werden müssen über Ausschüttung oder Entnahmen. Und das gefährdet das Unternehmen. Und von daher gefährdet es auch Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und von daher ist es kein Geschenk an die Unternehmer, sondern aus volkswirtschaftlichen Gründen sinnvoll, diese Unternehmensübergaben steuerfrei zu stellen, um die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Natürlich sind wir in einem Spannungsfeld, wenn wir was verschonen, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ja auch ausgeführt, dieses vernünftig zu begründen. Und Frau Paus, Sie haben ja auch wieder ausgeführt, alles wäre verfassungswidrig, die Linken ja auch, aber das einzelne Argument sind Sie bisher schuldig geblieben. An welcher Stelle denn? Das Bundesverfassungsgericht hat uns einen klaren Auftrag gegeben, was wir zu ändern haben. Da geht es darum, dass wir bis jetzt bis zu 50% Verwaltungsvermögen, sozusagen schlechtes Vermögen, nicht mit übertragen dürfen in Zukunft. Das senken wir auf 10%. Damit haben wir dem Bundesverfassungsgericht Rechnung getragen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir müssen die Gestaltungsanfälligkeit des Erbschaftssteuerrechts minimieren. Auch das haben wir sogar schon vorher getan. Über die Cash GmbHs haben wir eine Lösung über den Finanzmitteltest geführt. Und Sie müssten mir dann die Gestaltung, Herr Kollege Gamtke, mal nennen, die es neu gibt. Ich bin ja beratend tätig. Auf dieses Gesetz habe ich noch keine neue Gestaltung gefunden, aber Sie anscheinend ja schon. Sie könnten uns diese ja dann verraten. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir können bei der Lohnsummenregelung bei den kleinen Unternehmen keine Befreiung von der Bürokratie machen bei 20 Arbeitnehmern. Wir müssen da runtergehen. Nun haben wir fünf Arbeitnehmer geeinigt. Im Ursprung waren es ja 3 Arbeitnehmer. Und dann wird diskutiert, wie viele Unternehmen davon betroffen sind. Das weiß eigentlich ja gar keiner. Wir können das Statistische Bundesamt befragen und dann sehen wir die Grundgesamtheit der Unternehmen in Deutschland, die davon betroffen sind. Aber die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja, wie viel von diesen Unternehmen denn tatsächlich in die nächste Generation übertragen werden. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, aber das kann man auch nachlesen, ist es so, dass gerade bei kleineren Unternehmen eine Übertragung in die nächste Generation gar nicht stattfindet. Von daher müssen Sie das richtige Vergleichspaar suchen. Und ich sage Ihnen auch noch mal sehr deutlich, ein Großteil dieser Übertragung unterliegen den persönlichen Freibeträgen der Erbschaftssteuer.
sodass es hier gar keine zu einer Steuerbelastung käme. Also von daher, glaube ich, sind wir auch an diesen Punkten auf einem guten Weg. Und letztlich hat das Bundesverfassungsgericht uns aufgetragen, die deutsche Wirtschaft einzuteilen in kleine und mittlere Unternehmen, in große Unternehmen. Und da haben wir heftig diskutiert, ab wann ein großes Unternehmen beginnt. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Wir haben uns jetzt an die Steuerklassen gehalten und sind bei 26 Millionen gelandet. Ich verweise gerne auf die schöne Textziffer 175 des Bundesverfassungsgerichtsurteils, wo sogar verwiesen wird auf einen rot-grünen Gesetzentwurf, wo sogar eine Grenze von 100 Millionen möglich gewesen wäre. Und wir haben uns aber auf 26 Millionen verständigt, um auch hier auf den sicheren Weg zu gehen. Ich glaube, eine vernünftige Lösung. Danach werden wir die Bedürfnisprüfung haben, die wir uns auch nicht ausgedacht haben. Zum einen die Verschonungsbedarfsprüfung, wo wir sogar das Privatvermögen einbeziehen. Wir gucken, ob das Bedürfnis der Verschonung gegeben ist, weil vielleicht genug privates Vermögen da ist, 50% davon einzusetzen für die Zahlung der Erbschaftssteuerschuld. Und wir machen parallel ein Abschmelzungsmodell, was leider etwas gemindert wurde aus meiner Sicht. Herr Schneider hat darauf hingewiesen, wir hatten uns das etwas anders vorgestellt. Aber ich finde es auch das richtig, dass wir mit 26 Millionen nicht ein Fallbeil haben, dass wir sozusagen von einer 85-prozentigen oder 100-prozentigen Verschonung auf eine Nullverschonung gehen, sondern dass wir da einen gleitenden Übergang haben. Das waren die Punkte, die das Bundesverfassungsgericht uns aufgetragen hat, und die haben wir gelöst. Und wir haben es sogar noch verbessert mit dem Thema der Investitionsklausel, dass wir den Unternehmern die Möglichkeit geben, Liquidität, die grundsätzlich zu viel im Unternehmen ist, zu begünstigten Vermögen zu machen. Weil es ist ja so ist, Frau Paus, dass die Unternehmer sich nicht nur auf die Kreditinstitute verlassen, sondern das Geld ansammeln in Unternehmen, um dann die Investition zu tätigen. Und es wäre ja nun wirklich dumm, wenn der Unternehmer gerade in diesem Zeitpunkt, wenn die Liquidität angesammelt ist, verstirbt und der Sohn darauf oder die Tochter darauf Steuern zu zahlen hat, sondern dass sie dann die Investition auch noch tätigen können, damit es weiterhin Arbeitsplätze gibt und das Unternehmen in der bisherigen Form erhalten werden kann. Von daher ist die Investitionsklausel eine gute Lösung. Und wir haben dann uns auch mit der Bewertung beschäftigt. Sie haben hier so ein Zahlenbeispiel gebracht. Sie sind ja ausgegangen von einer utopischen Bewertung. Wir haben mittlerweile im vereinfachten Ertragsverfahren einen Faktor von 18. Alle Unternehmer, die ich kenne, würden für den Faktor von 18 ihr Unternehmen wahrscheinlich sofort veräußern, weil das völlig irreal ist, was da ist. Wir haben deshalb jetzt wieder eine Lösung gefunden, dass das vereinfachte Ertragswertverfahren zu halbwegs vernünftigen Lösungen führt. Steht übrigens im Gesetz, das Verfahren ist nur anzuwenden, wenn es nicht zu unrealistischen Ergebnissen führt. Also wir hätten das eigentlich schon jetzt gar nicht mehr anwenden dürfen, weil der Faktor von 18 völlig unrealistisch ist. Und ich sage Ihnen, der Faktor von 10 ist auch noch unrealistisch. Von daher sind viele gut beraten, vielleicht ein Gutachten bei einem Wirtschaftsprüfer in Auftrag zu geben, um dann einen niedrigeren Wert zu erzeugen. Meine Damen und Herren, ich glaube, in der Kürze konnte man zeigen, oder Sie hätten die Möglichkeit gehabt, hier zu zeigen, warum es wirklich verfassungswidrig ist. Ich fand das wenig überzeugend. Ich glaube, unter dem Rahmen, der ja mehrfach geschildert ist, haben wir hier einen guten Kompromiss erzielt. Und ich würde mir wünschen, dass der Bundesrat hier nicht blockiert, sondern dieses Gesetz mitbeschließt, damit wir zügig Rechtssicherheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland haben. Und zum Schluss, damit ich auch in der Redezeit bleibe, Herr Präsident, erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung. In diesem Prozess der Erbschaftssteuer habe ich mich sehr ausgiebig mit unserem Kollegen Philipp Graf Lerchenfeld auseinandergesetzt, diskutiert, gemeinsam mit der CSU debattiert. Und ich weiß, dass der Graf Lerchenfeld am Fernseher uns heute verfolgt und die Debatte verfolgt, weil er gesundheitlich ein wenig angeschlagen ist. Ich wünsche Ihnen einfach gute Besserung. Lieber Philipp, alles Gute von hier. Danke. Letzter Redner ist der Kollege Lothar Binding für die SPD-Fraktion.